Hallo lieber Stier, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine berufliche und finanzielle Situation uns anschauen für den Monat Februar 2024, ja? Bitte bedenke, dass es eine kollektive Legung ist. Nicht alles kann auf dich wortwörtlich resonieren. Was du aber machen kannst, ist, hör dir deinen Aszendent, Mond und Venus-Sternzeichen. Venus-Sternzeichen gehört genauso dazu, weil du diese zwischenmenschliche Beziehung hast. Du kannst dir aber auch ein anderer Sternzeichen anhören. Ja, da, wo du die Anziehungskraft spürst. Okay, so, wir legen los mit dieser süßen Mini Orakelkarten. Wir werden hier die Geistführer um eine Antwort bitten. Die Frage, die dich jetzt beschäftigt. Also das ist klar, immer wird uns eine Frage beschäftigen. Es gibt immer eine Frage, die gerade aktuell ist. Wenn du jetzt aber sagst, nee, Katja, ich brauche die Fragen jetzt nicht, ich brauche hier keine Antwort, dann lässt du es sein. Ja, da bin ich jetzt selber gespannt, lieber Stier. Schauen, ob sich da was tut. Das allerletzte Mal. Jawohl, hier hat sich was getan. Und ein klar und eindeutiges Ja. Also, was beschäftigt dich gerade? Irgendetwas, was wichtig ist? Die Antwort lautet ja. Du möchtest hier etwas tun? Ja, mach das. Du möchtest hier, sag ich mal, etwas gegenüber jemandem machen? Ja. Weil das ist ja auch so, die Antwort darauf, auf diese Frage, muss nicht immer beruflich sein. Du kannst, Katja, ich höre es mir gerade an, aber meine Gedanken sind woanders. Oder ich denke an eine Frage, die mich beschäftigt, aber die hat nicht mit meiner beruflichen Situation zu tun. Das ist eine wunderschöne Ja-Karte. Sie sagt jetzt hier nicht, ich bin positiv, ich bin negativ. Ja ist ja. Ja ist normalerweise die aktive Seite, ja, plus, okay? Und minus ist die passive Seite, die Seele. Das bedeutet jetzt nicht, dass ja besser ist als nein. Gewisse Energien braucht man und wir ziehen sie raus, wenn wir sie brauchen, ja? Also hier lautet die Antwort ja. Du weißt, wie du das umsetzen kannst, weil dich beschäftigt diese Frage und du hast hier eine Antwort bekommen. Wenn du jetzt sagst, nee, Katja, das ist nicht die Antwort, die ich wollte oder ich denke, das ist nicht meine Antwort, dann ist es halt so, ja? Dann setzt du es nicht um. Okay, mal schauen, was die berufliche Orakelkarten uns erzählen für Februar 2024. Ja, was könnte auf dich zutreffen? Wir ziehen jetzt zwei Karten, weil ich jetzt die anderen nicht habe. Ein bisschen anders, nicht immer gleich. Du hast hier eine Türe geschlossen. Das ist so, du hast jetzt hier eine Türe geschlossen beruflich, die nicht gut ist. Eine Angelegenheit. Diese Angelegenheit ist nicht gut. No good job opportunities. Also du hast hier keine gute Angelegenheit, die jobmäßig jetzt für dich gerade gut sind. Aber es kommt bald etwas. Okay? Und das wird ein Ende haben. Also du wirst hier wieder starten. Du wirst hier eine Angelegenheit haben, indem du einen neuen Job starten kannst und in diesem neuen Job geht es dir viel, viel besser. Also ich denke, du schließt ja eine Türe, aber lieber Stier, das ist bestimmt keine Türe, indem du sagst, oh mein Gott, ich bin wirklich baff, ich bin verrückt nach diesem Job, ich möchte diesen Job nicht verlassen. Nein, ich denke nicht so. Ich denke, du hast da Komplikationen mit diesem Job, also das passt dir nicht, ja? Wow, okay, lieber Stier, du wirst hier geküsst. Della de Fortuna, die Göttin des Glücks. Du hast hier eine Glückskarte. Du hast hier, du bist jemand, der ganz viel Verantwortung trägt. Also das ist klar, du bist ein Erdelement, das macht viel aus. Du bist hier nicht der einzigste Steinbock und Jungfrau mit dir. Das sind wirklich, wenn du jemanden eine Verantwortung übergibst, dann die Erdelemente. Wenn du jemanden vertrauen willst, ja, er kümmert sich um die Sachen. Er ist jemand, an dem du Verlass hast. Das sind die Erdelemente. Normalerweise in einer höheren Vibration natürlicherweise. Wenn man niedrig vibriert nicht, da kannst du diese Leute nicht vertrauen. Aber wenn man in einer höheren Vibration ist, kann man den Stier vollkommen vertrauen. Was ich ja schon oft gesagt habe, das ist jemand, der sehr gut mit Geld umgehen kann. Das ist klar.
Man fängt bei den Widder an, okay, das Ego aufzubauen, dann kommt man gleich in der Materie, das Besitz. Der Stier repräsentiert der Besitz der Sachen. Materiell, materiell, ja. Der Stier ist oft in dieser Besitz, ja. Was besitze ich? Was bin ich? Wer bin ich? Was mache ich denn? Ja, das sind alles so wichtige Aspekte für den Stier. Ja, das ist der zweite Sternzeichen, okay? Also das Erdelement fängt an. Ja, so, was können wir hier sagen? Wir können hier sagen, dass du Glück hast, dass du für Februar ein gutes Glück haben wirst, dass du hier Angelegenheit haben wirst, okay? Und nimm diese Chancen. Ergreif die Chancen, die dir gegeben werden. Das kannst nur du wissen, lieber Stier, wie es gemeint ist, weil du kannst sagen, Katja, ich habe zwei Chancen vor mir. Eine sag ich zu, die andere nicht. Wer sagt dir, dass das eine besser ist als das andere? Nur du. Ich kann das dir nicht sagen. Das ist oft so, ich werde gefragt. Katja, ich muss jetzt Job wechseln. Oder meistens sind es die Erdelemente, die wirklich anrufen wegen Job. Also meistens, meistens. Steinböcke habe ich ganz, ganz viele. Steinböcke sind bei mir wirklich die Kunden, die immer über Job fragen. Ja? Und aber ich sage immer, ja, ich kann dir eine Tendenz geben, aber ich kann dir nicht die richtige Antwort geben. Weil nur dein Herz kennt die Antwort. Was du willst, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass diese Chance, was dir angeboten wird, deine Chance ist, dann packst du sie ein. Wenn du aber sagst, nee, Katja, ich fühle mich da nicht richtig, ich fühle nicht, dass es mein Weg ist, dann wählst du das andere aus. Oder du wartest, bis etwas anderes kommt. Aber hier sagt die Karte, nimm diese Chancen. Take your chance. Also nimm diese Chancen. Wow, oh mein Gott. Lieber Stier, da freut sich, also da wahrscheinlich freuen sich die Stiere jetzt bei dieser Legung, ja, weil das ist normal, wer freut sich nicht? Ich möchte mal wissen, Leute, das ist immer das, wieso sage ich das jetzt bei dem Stier? Weil Stier sehr viel mit Geld zu tun hat. Der Sternzeichen Stier hat mit dem Materiellen zu tun. Und wir alle, dieses New Age Gelaber, ich nenne das New Age Gelaber, wirklich, weil sie dich immer abkommen lassen vom Ziel. Ah, du bist krank, weil du geldsüchtig bist, du darfst nicht an Geld glauben, Geld ist nicht gesund, Geld ist vom Teufel. Das ist eine Energie, die hierher gehört. Das heißt aber nicht, dass das Geld vom Teufel ist und dass alle Menschen, die reich sind, alle Menschen, die Geld haben, Geld besitzen, böse sind. Falsch, total falsch. Wie gehst du mit Geld um? Was gibst du Geld für einen Wert? Ja, das ist genauso, wie viel du dir Wert gibst. Und wenn du jemand bist, der sich Wert gibt, erhältst du hier diesen Wert zurück? Also hier, lieber Stier, das kommt dank dir. Diese Promotion, ja, la Promotion, also wie in Italienisch, das ist hier Gehaltserhöhung. Du hast hier mehr Geld bekommen. Du hast hier einen Preis bekommen. Das ist, weil du dich angestrengt hast. Das kommt nichts vom Nichts. Ja, das ist jetzt nicht so, dass du das nicht verdient hast. Du hast es verdient. Du hast hier Gas gegeben. Du hast hier geschuftet. Lieber Stier, okay? Das ist klar, du darfst jetzt hier dich freuen. Enjoy this moment, okay? Habe Spaß, ja? Freu dich, was du hier bekommst. Du wirst bald an einem Projekt, wo du teil bist oder vielleicht auch an einer Situation, wenn du jetzt auch selbstständig bist und du sagst, wow, ich habe mehr Verkauf gehabt. Meine Dienstleistungen sind super. Oder ich bin jemand, der quasi auch selber mit Geld zu tun hat. Also viele, viele Stierleute, das werdet ihr nicht glauben, aber das ist so, viele Stierleute arbeiten mit Geld. Also im Anhang zum Beispiel jetzt Berater, Banker, Kassierer. Also viele, viele Erdelemente arbeiten eng mit Geld zusammen. Also einer davon, wie gesagt, ist der Stier. Und du könntest jemand sein, der einen Benefit bekommt von der Firma. Du hast die Firma dahin gebracht. Du bist ein Teil dieser Anstrengung. Du hast geschwitzt. Das kommt nicht von irgendjemand anderem. Das kommt von dir, lieber Stier, okay? Das kann gut sein, dass du jetzt hier sagst, du hast eine Türe geschlossen und hier öffnet sich eine neue Türe mit einem neuen Job, eine neue Angelegenheit. Kann aber auch gut sein, was man hier mir gerade sagt, ist, hey, die wollen dich testen. Bleib bei uns. Du bekommst hier eine Gehaltserhöhung. Wir machen das so, dass es für dich bequem ist, weil wir hier auch diese Karte sagen. Sie sagt, sei vorsichtig, weil du schließt hier eine Tür und dieser Job ist nicht für dich. Sei vorsichtig. Ich sage es dir trotzdem, auch wenn du jetzt hier glücklich bist, auch wenn du sagst, boah, Katja, das ist etwas Schönes. Ja, aber lass dich nicht überreden, wenn du das Gefühl hast, das ist nicht mein Job.
Die wollen das extra machen, damit du nicht kündigst, weil du bist ein guter Arbeiter. Du bist jemand, der das schafft. Du bist jemand, der Attributen hat. Und so einen Mann, eine Frau will man nicht verlieren. Okay? Hier haben wir mehrere Möglichkeiten, aber top, top, ja? Top, sage ich hier. Top-Karten, du bist wirklich gut, lieber Stier, was soll ich denn sagen? Und hier hast du auch noch Ja als Antwort. Vielleicht ist es auch so, du weißt nicht, ob du deinen Vertrag verlängert bekommst. Und die Antwort ist Ja. Du bekommst hier deinen Vertrag verlängert, okay? Weil du hier diese, jetzt wollte ich das auf Italienisch sagen, diese Angelegenheit hast, ja? Opportunità. Okay, schauen wir jetzt mal mit den alternativen Tarotkarten. Ich freue mich immer für euch, ja, wenn ihr solche positive Karten habt. Natürlicherweise geht das Leben nicht immer so gut aus oder muss nicht immer alles positiv sein, was ich gerade den Widder auch erzählt habe, ja, dass nicht immer alles glatt läuft. Aber man freut sich trotzdem, ja, für die Angelegenheit, für die Transformationen. Okay, also, il passato. Hier geht es um die Vergangenheit. Hier geht es auch um die Liebe. Nicht nur, Leute, aufpassen, nicht nur um das berufliche. Jetzt wirst du sagen, wie? Wie bei dem Stier geht es auch um die, natürlich kann der Stier auch die Liebe vorne ziehen. Natürlich kann der Stier auch sagen, hey, in meinem Leben gibt es nicht nur die Arbeit, es gibt auch die Menschen, die ich liebe. Es gibt auch Dinge, die mich beschäftigen, weil ich habe hier das Gefühl, emotionmäßig hast du hier schon lange nichts mehr gespürt. Du hast schon lange nicht mehr dieses gewisse Effekt gespürt. In deinem Leben brauchst du wie sagt man das? Ein Tritt. Wie ein Tritt, una scossa. Wie wenn jemand sagt, ich brauche jetzt einen Strom. Kennt ihr das, wenn, das ist gefährlich, ja, so ein Strom, dass man wirklich Strom abbekommt, okay, auch aus Versehen, da kann man daran auch, wie sagt man, diese Dimension verlassen, aber du brauchst hier irgendwie eine Verschütterung. Irgendetwas, was dich auf eine andere Ebene setzt. Dein Leben ist langsam, Neujahrsa, fällt mir nicht ein, langweilig. Langweilig, das könnte der Job sein, der langweilig ist, dass dich irgendetwas langweilt. Du hast irgendwo eine Langeweile. Irgendetwas passt dir nicht, okay? Und du solltest das jetzt passend machen, weil du hast alle Karten dafür, okay? Sei es in der Liebe. Du sagst, Katja, oh mein Gott, ich habe schon lange nicht mehr Emotionen gespürt für jemanden. Oder es ist total langweilig in meiner Ehe. Oder mit dieser Person gefällt es mir gar nicht. Irgendetwas solltest du jetzt unternehmen, ja? Das kannst du nicht so lassen. Es ist wichtig. Warte mal, ich drehe sie um. Entschuldigung. Ja, und zwar, ich sag dir gleich wieso. Das kann gut sein, es kommt jemand auf dich zu. Das kann aber auch gut sein, das ist deine Energie. Dass du hier gewisse Dinge hast mit jemandem und jemand könnte hier sagen, oh, es tut mir leid. Ich habe das bereut, mich so benommen zu haben. Kann ein Arbeitskollege sein, kann ja aber auch die Liebe sein, dass hier ein Love Comeback, ja, ich hoffe, ich sage das richtig, so eine Liebe, die zurückkehrt, ein Partner, eine Partnerin, ein Ex, jemand, der sich meldet, der sich schon lange nicht mehr gemeldet hat, auf einmal, bam, schreibt eine SMS oder sie schreibt eine SMS. Wow, ich habe gar nicht mit dir gerechnet, dass du mir schreibst, ja. Du bist sozusagen hier ein bisschen so unentschieden, also nicht unentschieden, sondern das richtige Wort ein bisschen durcheinander. Ja, auf einmal blickt sich diese Person, auf einmal ist sie wieder da. Kann aber auch gut sein, das ist jemand aus der Familie. Mama, Papa, Geschwister, man hat schon lange nicht mehr Kontakt und auf einmal, wow, rücken alle her. Auf einmal wollen alle diesen Kontakt. Leute, ich sag das mal so, das ist nicht einfach, gell? Wenn jemand den Kontakt abbricht, ja, von der Familie und auf einmal will man den Kontakt wieder. Wie früher. Das wird nie wie früher sein, ja? Man kann nicht von anderen verlangen, dass man auf einmal sich switcht, auf einmal so wird, wie es früher war. Es kann niemals so werden, wie es früher war. Aber guck mal, was du für eine wunderschöne Karte hast. Die kannst du auch selber übersetzen. Vittoria, amore, carriera. Also, du wirst siegen. Du wirst siegen, du wirst bessere Zeiten bekommen. Das ist klar. Langsam befreien sich viele Sternzeichen. Du bist auch einer davon. Lieber Stier, das heißt jetzt nicht, dass immer alles glatt läuft, dass du null Probleme haben wirst. Natürlicherweise wirst du mal Situationen haben, in dem es mal tief wird, in dem es mal nicht glatt ist, in dem du sagst, okay, jetzt sollte ich meine Ärmel hochkrempeln und anfangen. Aber du wirst hier erfolgreich sein. Du wirst hier die Situation beseitigen. Du wirst es hier schaffen. Keine Herausforderung ist für dich schwer.
Nein, lieber Steve, wenn ich das so sagen darf, du hast keine Herausforderung, die du nicht schaffen kannst. All das mit dem, du hast das Glück auf deiner Seite noch vor allem, ja? Du wirst das schaffen. Du bist auf der richtigen, sag ich mal, Seite. Du bist auf dem richtigen Weg. Mach das, was dein Herz begehrt. Wenn du jetzt hier mit dieser Person weitermachen willst, wenn du jetzt sagst, Katja, das ist jemand aus der Verwandtschaft, auf einmal meldet sich diese Person wieder, vielleicht Mama, wie ich ja schon gesagt habe, Papa, mit dem ich schon lange nicht mehr Kontakt hatte. Und diese Person wünscht sich das, ja, oder diese Person sehnt sich danach. Mach langsam, hör auf deinen Herzen. Du sollst hier nichts überstürzen, was ich auch den Widder gesagt habe, weil die Emotionen, die sind wichtig. Emotionen, wir leben hier nel passato, wir leben hier in die Vergangenheit und hier ist irgendetwas passiert. Das kann aber auch gut sein. Du hast es bereut, wie du dich benommen hast. Du könntest sagen, okay, weißt du was, ich war vielleicht ein bisschen zu hart zu jemandem. Ich hätte vielleicht anders agieren können, ja? Du kannst dich auch entschuldigen, das ist menschlich. Leute, es ist menschlich, mal einen Fehler zu machen. Weißt du, was wichtig ist, lieber Stier, dazu zu stehen? Dazu zu stehen und sagen, ey, ich habe einen Fehler gemacht. Ich merke das, ich war hart. Ich hätte das auch anders sagen können. Oder dieser Mensch kommt, hat diesen Erkenntnis, du musst ihn nicht zurücknehmen, du musst nicht unbedingt mit diesem Menschen Frieden haben, damit alles gut läuft, aber dass der Fehler, dass man etwas erkennt. Das ist wichtig. Wichtig für deine Evolution, wichtig für deine Seele und wichtig für dich. Aber wie gesagt, du hast hier das Glück auf deiner Seite, Sieg, okay? Du hast hier die Liebe und du hast hier Karriere. Du kannst alles zusammen bearbeiten. Du kannst alles haben. Man muss nicht immer sich entscheiden zwischen eins und den anderen, okay? Das ist nur eine Sache, die die Seele mitbringt. Ob die Seele jetzt eher Karriere kommt, um Karriere zu machen, das ist was anderes, ja? Oder ob die Seele jetzt kommt, um die Liebe zu finden. Das ist eine Sache von der Seele, das kann ich dir nicht sagen. Sogar wenn jemand fragt über solche Situationen, sogar ich selber bekomme nicht die Antwort hundertprozentig, weil wo ist denn die Überraschung, wenn du alles weißt? Du planst, du weißt schon alles, was die Seele will. Und das ist schön, wenn die Seele auch Überraschungen bringt, Herausforderungen, ja? Man muss nicht immer alles wissen, das sind Tendenzen. Wenn du jetzt sagst, Katja, diese Legung resoniert mit mir, dann kannst du das umsetzen. Wenn du jetzt sagst, nee, Katja, diesmal hat nichts resoniert. Nehme ich nicht böse, ist normal, vollkommen normal. Ich weiß es ist so, wir sind ganz viele Personen da draußen und nicht immer kann man resonieren, ja? Das sollte einem bewusst sein, dass es hier eine kollektive Legung ist, Leute. Wenn ihr Interesse habt und wenn ihr das Gefühl habt, okay, es sollte resonieren, dann habt private Legungen. Das ist ja gleich, ihr habt da meine Kunden, die immer wieder kommen, meine Kunden, die wissen, das, was ich sage und das, was ich nicht sage, ja? Das ist wichtig, dass man auch diesen Aspekt kennt, ja? Nicht alles kann man in einer kollektiven Legung sehen oder wissen, weil das hier quasi für das Kollektive ist, für alle, die zuhören, ja? Okay, lieber Stier, wenn du jetzt resoniert hast, freue ich mich wahnsinnig über einen Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf, ja? Mach's gut. Ciao!